Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wie auch im letzten Part will ich heute erstmal damit beginnen, dass ich meine Charaktere wieder upgrade, die Charakteraktionen verstärke, genauer gesagt. Und zwar hier bei Impa, mit ihr haben wir beim letzten Mal auch schon eine Mission gemacht. Ich werde sie aber eventuell heute gleich nochmal nehmen, weil ich halt sehr neugierig bin, was ihre verstärkte Charakteraktion ist. Mit dem geistigen Auge. Impa möchte sich in Meditation üben, um ihr Kampfgeschick weiter zu vergrößern. Hilf ihr bei der Vorbereitung und bringe ihr Materialien, die ihre Konzentration stärken. Tadam. Ich habe es geschafft! Impa versenkte sich über Tage in Meditation. Am Ende dieser langen Übung fand sich kein Zeichen von Unentschlossenheit mehr in ihrem Blick. Auch ihre Technik im Kampf hat davon profitiert. Weiche im richtigen Moment aus, um einen Gegenangriff auszuführen. Okay, schade. Das hört sich auch ganz lustig an. So eine Art Kontermechanik quasi. Das gibt es eigentlich gar nicht ansonsten hier in dem Spiel. Ja, obwohl doch. Gibt es eigentlich schon. Nämlich halt das Parieren oder auch der Attackenhagel. Stimmt, ich meine, es gibt ja den Attackenhagel. So. Ich meine, das, was da steht, ist der Attackenhagel. Wenn ich im richtigen Moment ausweiche, dann führe ich einen Gegenangriff aus. Wo ist jetzt da der Unterschied? Muss ich da mal gucken. Es wäre vielleicht wirklich ein bisschen zu krass gewesen, wenn sie noch mehr Klone haben könnte. Ich hätte es trotzdem cool gefunden, aber naja. Und, okay, jetzt kann ich sogar die für Link schon nicht mehr machen. Weil ist es für alle, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist nicht für alle so. Aber für viele so Charakter-Upgrade-Missionen, brauche ich hier Steine aus einer anderen Welt. Muss ich also Kampfmissionen machen, um die überhaupt freilegen zu können. Na gut, okay. Dennoch machen wir jetzt gleich mal einen Kampf. Und zwar, ich würde ganz gerne das hier machen. Der Gegenangriff der Wächter. Da darf ich sogar drei Charaktere mitnehmen. Einmal Impa eben. Die anderen beiden sind sogar eigentlich egal. Weil ich habe ja jetzt erstmal keine andere Charakteraktion mehr. Ich dachte eigentlich, ich könnte für Link das auch gleich machen. Aber ich brauche da diese blöden Steine. Aber okay. Ich nehme wieder Zufall. Erstmal hier, welche Spalte? Stopp. Die hier, okay. Die rechte. Und ist ganz lustig. Stopp! Baronus, okay. Ich komme! Und dann, jetzt mach ich mal oben, Spalte, stopp, Nummer 3 und Zeile Nummer 2, Obosa. Ich bin dabei, warum auch nicht? Yay, ich gebe ihr mal wieder hier ihr Reckengewand. Ja, sieht schön aus, finde ich. Okay, und dann fangen wir doch gleich mal an. Das werde ich jetzt wirklich häufiger machen, einfach, ach du Scheiße, einfach zufällig Charaktere zu nehmen. Wenn mir nichts Besseres einfällt. Das ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Und da kriegen wir auch noch viel Abwechslung rein. So. Kommt der andere auch noch her? Wir haben sogar recht. Okay, stopp mal. Hier sind auch so viele Gegner. Jetzt habe ich easy gleich, guck nach links oben, Leute. Ach, im Paar. Aber ich muss natürlich gleich noch das austesten, was es jetzt bedeutet, mit ihr im richtigen Moment auszuweichen, um einen Gegenangriff zu starten. Das hört sich für mich einfach wie der Attackenhagel halt an. Aber es muss ja irgendwas anderes anscheinend sein. Jetzt warte mal. Ich bin hier. Obosa ist da unten, das ist okay. Und Maronus hat auch ein paar bei sich. Maronus geht schon mal zum ersten hin. Und Obosa kämpft eh schon gegen einen. Ja, das passt. Aber es sind schon einige Gegner, die ich hier besiegen muss. Ich habe aber auch 20 Minuten Zeit. Das ist eine ziemlich große Mission. Auf jeden Fall. Aber das kriegen wir hin. Okay. So. Stopp mal nochmal. Gut. Markieren. Und Standard-Kombo zu Ende. Bam. Und der ist eh schon gleich tot. Das mache ich so. Zack. Perfekt. Und da sind sogar die Beine schon weg von dem. Also ja, Impa wird hier keine Probleme haben. Predikte ich jetzt mal. Aber ich muss es gleich noch wirklich austesten, was es genau bedeutet, hier auszuweichen. Ich habe gar nicht gesehen, dass der einen Laser geschossen hat. Das war jetzt eher Glück. Also irgendwas anderes, aber hat er funktioniert. So. Jetzt zählt es. Noch ein bisschen mehr, damit ich vielleicht alle drei voll habe. Das ist so krass mit ihr einfach, wie schnell das geht. Das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, aber Impa ist echt auch so heftig einfach nur. Zack. So, easy. Ja, es ist eigentlich kein Kräftemessen, Impa, weil du bist einfach viel zu krass. So, jetzt hier. Hallo? Ist aber jetzt schwierig, noch jetzt hinzukriegen. Jetzt warte mal. Okay. Ja, jetzt kam halt der Attackenhagel. Ja, schön. Ich habe noch nicht gecheckt, wo jetzt der Unterschied eigentlich ist. Achso, doch, das hat gerade. Ich habe gerade Schaden gemacht, glaube ich, irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich habe ganz kurz Schaden gemacht, glaube ich. Okay, also ich glaube, wenn ich irgendwie im richtigen Moment ausweiche, dann kann sie kurzzeitig zumindest Schaden machen oder so. Vielleicht.
Macht euch bereit. Ich weiß es aber nicht sicher. Ja, aber das finde ich jetzt ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Vielleicht check ich das. Ich check das wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ihr dürft mir gerne, wie immer, Tipps geben dazu, wie das genau funktioniert. Weil vielleicht ist das total broken, diese Mechanik von ihr. Wirkt jetzt nicht so auf mich, ehrlich gesagt. Aber es könnte ja sein. Deswegen, wenn ihr da irgendwie mehr wisst, dann dürft ihr es mir gerne schreiben, wie das genau funktioniert. Ich finde es jetzt bisher nicht so pralle irgendwie. Wenn sie da mehr Klone hätte rufen können, das wäre auf jeden Fall krasser gewesen, finde ich. Aber okay. Ah, fuck, man. Mann, das ist aber kacke, gegen so viele Wächter hier zu kämpfen, weil ich sehe das teilweise gar nicht, wenn die ihre Laserangriffe machen. Und ich habe jetzt auch halt auch viel rumgeblödelt. Ja, ich muss einen Apfel benutzen. Hilf Max. Okay. Gut. Spezialangriff nochmal. Los. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. Aber Impa ist dann gleich schon fertig mit ihren Wächtern. So, der Fliegende ist auch tot. Perfekt. Noch ein bisschen hier Spezialangriff auffüllen. Okay, dann kannst du sogar vielleicht den anderen beiden auch noch helfen, wenn die Probleme haben sollten. Weil hier gegen so viele Wächter auf einmal zu kämpfen, ist schon nicht so einfach. Auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, dass Wächter gehen als Gegner. Da gibt es schwierigere. Aber gegen so viele auf einmal, das ist dann schon nicht so ganz einfach. Zack. Okay. Noch ein bisschen mehr draufhauen. Okay. Ja, den Rest mache ich jetzt einfach. Oder ich kann mal kurz einmal markieren. Aber jetzt warten wir mal kurz. Moment. Okay, genau. Sie hat direkt nach dem Ausweichen automatisch einen Angriff gemacht. Wartet. Genau, habt ihr gesehen, ich bin einfach nur in ihn reingelaufen und habe dadurch Schaden machen können. Ich habe nicht angegriffen, aktiv. Nochmal. Okay, ja. Also sie weicht aus und läuft einfach in den Gegner rein und kann dadurch Schaden machen. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ach komm. Ach was, jetzt hat Stasis wieder nicht funktioniert. Warum hat sie es wieder in die andere Richtung eigentlich gemacht? Das passiert mir irgendwie vor allem mit Impa voll oft. Habe ich das Gefühl, dass sie in die falsche Richtung einfach die Module einsetzt. Mann ey. Stopp. Okay, aber ja, das ist ziemlich kacke dann für dich, der Effekt. Weil das war sehr, sehr wenig nur. Das war kein großer Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Naja. So, jetzt erstmal die anderen, aber. Ich will Impa eigentlich nur im Notfall benutzen, weil sie hat ja jetzt leider auch... Stopp! Hat jetzt leider auch schon viel Schaden genommen. So, ich hätte mir ja davor Quarks holen sollen, aber habe ich jetzt gepackt. So, abgehen. Einfach blind irgendwie draufhauen. Wird schon funktionieren. Okay, jetzt nochmal Stopp. Warum? Warum hält es so lange an? Mann. So. Alle die Felsen kloppen bitte. Tanzen wir! So, wunderschön. Na, ja, reicht nicht ganz leider. Aber Beine sind schon... Okay, liegt sogar schon am Boden. Perfekt. Los! Bam! Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass aus irgendwelchen Gründen Maronus einfach viel mehr Schaden macht als alle anderen Gegner. Als alle anderen Charaktere. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist doch irgendwie so, oder? Dass er viel mehr Schaden macht. Oder? Ja, die 5er-Kombo ist schon nicht so schlecht tatsächlich. Tanzen! Wuhu! Weil ich meine, er hat jetzt... Also Obosa zum Beispiel hat eine stärkere Waffe als er sogar. Seine Waffe hat halt 70 oder sowas. Das ist nicht so krass mittlerweile. Da habe ich deutlich bessere. Aber irgendwie macht er selbst mit der Standard-Kombo ziemlich viel Schaden. So, habe ich den Eindruck. Und allein deswegen ist halt Maronus nicht so schlecht. Seine Kombos sind jetzt nicht so pralle teilweise, finde ich. Aber ich habe das Gefühl zumindest, dass er irgendwie mehr Schaden einfach macht mit allen Angriffen als andere Charaktere. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber kommt mir eben... Um Gottes Willen. Kommt mir eben so vor. Stopp! Jetzt habe ich hier leider wieder auch mehrere auf einmal. Mehrere Gegner. Das ist jetzt ein bisschen ekliger. So, Felsen droppen. Ja, wenn ich wieder... Nee! Mann, ich sehe das halt teilweise einfach nicht, wenn die da ihre Laserangriffe machen, die anderen. Ja, mach Stopp. Ich habe überlegt, ob ich Bombe machen soll, weil ich mir nicht sicher war, ob es vielleicht ausgereicht hätte. Aber ich glaube, es hätte nicht gereicht. Er hatte nur noch ein Fragment, glaube ich, von seinem Schwachpunkt, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht gereicht hätte mit der Bombe. Er ist jetzt ein bisschen awkward hier zu kämpfen. Okay, jetzt aber. So, zack. Genau, weil das ist nicht mal angebrochen, das eine. Es war noch voll, das eine Fragment, also hätte, glaube ich, nicht ausgereicht. Okay. Ich sollte eigentlich sogar zuerst auf die anderen beiden gehen, weil die sterben ja viel früher. Bam, tanzen wir! Das war auch fair eigentlich. Ich hab ZL gedrückt gehalten, dauerhaft, weil ich mir schon dachte, oh, könnte passieren, dass jetzt der Laser gleich rauskommt. Deswegen habe ich ZL gedrückt gehalten und der stand ja auch vor mir.
Also eigentlich hätte ich es ablocken sollen, aber ich war noch in der Cutscene drin und wurde deswegen getroffen. Aber Unverwundbarkeit war noch nicht da anscheinend oder nicht mehr da. Aber ich konnte mich noch nicht bewegen, ich konnte noch nicht ablocken. Fair Spiel. Und warum bin ich vor allem instant gestorben? Ich hatte doch über ein Herz und ich wurde doch nur vom Laser getroffen, oder? Echt fair Spiel. Cool. Und alles nochmal neu. Danke, ich hab dich auch lieb. Lasst uns alle tanzen! Aber das ist echt... Ich wurde da jetzt voll beschissen gerade. Richtig dumm. Ich habe extra ZL gedrückt gehalten, weil ich mir das schon dachte, dass sowas passieren könnte. Alter. Da, über sowas könnte ich mich aufregen. Und es gab nicht mal einen Checkpoint zwischendurch. Also das war jetzt wirklich nicht meine Schuld, finde ich. Aber das Spiel hat leider immer recht im Endeffekt. Kann man wenig dagegen machen. Auch wenn das sehr, sehr doof ist. Naja. Ist es immer so, muss ich damit leben. So, Wii, kaputt fahren. Ja, verdammt, nicht ausgereicht. Maronus ist aber auch schon eigentlich mit seinen Wächtern fertig, weil diese Nano-Wächter zählen gar nicht dazu, zu den 12, die ich da besiegen muss. Zack, okay. Genau, aber Impa soll dann jetzt noch hier unten übrigens aushelfen. Geh mal zu Urbosa, genau, weil die würde jetzt noch hier vielleicht ein bisschen Probleme haben. Mit alten Nachgescheiße. Ja. Ah, ich hab den nicht erwischt, wie das... Ja, fuck, ich habe jetzt halt auch kein Blitzelement gerade. Das ist ein bisschen schlecht. Ich komme jetzt auch hier nicht dazu, das aufzuladen. Fuck. Nein! Oh, viel zu früh. Wie schlecht bin ich eigentlich? Das war richtig dumm. Was? Das war jetzt aber nicht zu früh. Mann! Ich könnte kotzen. Was macht der eigentlich jetzt? Den kenne ich gar nicht in den Angriff. Okay, stopp. Jetzt habe ich zumindest ein Blitzdings. Genau, wenig. Ich müsste halt einmal einen schwachen Angriff machen. Dann würde ich es ja voll bekommen. Mein Blitzelement. Stopp. Okay, jetzt gleich habe ich es. Ja, das ist schon ein bisschen nervig gegen drei so Wächter. Auch wenn da nur so kleine dabei sind. Die haben ja trotzdem mit ihrem Blitz auch einen Fernangriff. Schon ziemlich nervig. So, jetzt kann ich mal ein bisschen mehr abgehen. Zack. Okay. Ach, das füllt es gar nicht ganz auf. Okay. Was gelernt. Es füllt halt nur 4 Stück auf. Ich dachte halt davor, dass es immer ganz wäre. Aber es füllt nur 4 auf, okay. Mann, ey. Stopp mal. Okay. Ja, scheiße. Mann! Ist das nervig, Alter. Ich werde einfach ständig anvisiert und komm zu nix. Und ich bin auch zu dumm, um das scheiß Timing hinzukriegen. Ich könnte mich aufregen. Ich weiß nicht, warum ich mit Urbosa immer so abkacke und so schlecht bin. Das nervt mich total, weil sie so cool ist eigentlich. Ich bin aber so schlecht mit ihr einfach. Immer wenn ich mit ihr spiele, verkacke ich einfach komplett. Es gab wieder keinen Checkpoint, oder? Doch, jetzt gab es einen wenigstens. Okay, warum denn hier eigentlich? Warum gab es gerade eben eigentlich keinen? Wartet. Alter, das ist aber auch echt eine Kackmission. Und einfach ständig anvisiert. Und kann einfach nichts machen. Was? Ich bin doch sogar ausgewichen jetzt. Okay, scheißegal jetzt. Kein Bock mehr. Zack. Bend. Ich habe sogar extra das Stab-Upgrade ja mittlerweile bekommen. Ich kann jetzt 5 Stäbe benutzen oder so. Bevor sie leer gehen. Also ich sollte wie immer mehr Stäbe benutzen. Das würde mein Leben so stark vereinfachen. Würde mir so viel Rage ersparen, wenn ich einfach so das häufiger machen würde. Sind sogar beide tot. Okay, beide von den Kleinen. Perfekt. So. Also. Und jetzt, wenn ich keinen Druck mehr habe, dann geht's natürlich auch, ne? Gerade eben, wo es aber wichtiger gewesen wäre, dass ich schaffe, da kriege ich es nicht hin, das zu reflektieren. Naja. Zack. So. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Okay, da hinten sind jetzt immer noch mehr. Aber Impa ist auch wieder auf dem Weg, die wird dann gleich noch kommen. Und die kann mir notfalls auch noch aushelfen. Hier kann ich jetzt auch leider nicht mehr auf Stäbe zurückgreifen, weil hier keinen... Oh Gott, das ist schon kacke, 3 so laufende. So nicht. Stopp. Was mache ich denn? Und kleiner auch noch. Na, ich brauche hier Spezialangriffe, das hilft nichts. Das geht nicht ohne Spezialangriffe. Ich wechsle mal gleich. Das kann ich vergessen ansonsten. Okay. Aber Impa wird dann gleich einfach 2 oder 3 Spezialangriffe rausballern, den Nano-Wächter auf jeden Fall killen und vielleicht alle Beine einfach weghauen von denen. Und dann ist es auf jeden Fall machbar. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr schwer. Gegen 3 Laufende plus noch so einen Nano-Wächter. Das ist ziemlich schwierig. So, los. Den Zornwächter treffe ich leider nicht, der ist ein bisschen woanders. Aber ich treffe hier 3 auf einmal, das ist auch ziemlich gut, würde ich sagen. Beine sind weg. So, wieder ein bisschen aufladen. Ja, Impa ist halt leider schon 1000 Mal besser als Urbosa. Urbosa ist auch ziemlich cool, aber
ne? Das ist kein Vergleich. Zack. Okay. Jetzt habe ich sogar alle getroffen. Auf den Zornwächter, nice. So, bam. Zack. Schmetterangriff, gut. Verbahn. So, bitte beide auf einmal treffen. Kann der herkommen? Willst du herkommen? Warum will der jetzt nicht herkommen? Chill da hinten einfach. Bam. Habe ich trotzdem getroffen? Habe ich sogar, oder? Habe ich? Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Angriff war, wo jetzt genommen ist. Aber nee, es war schon der Spezialangriff. Aber ist egal, ich gehe zuerst auf den vorderen hier. Nochmal. Jetzt spamme ich ein bisschen sehr raus. Aber ich habe ja auch die nötigen Spezialangriffe. Warum? Also nicht. So, eine Heimerstasis bitte reinkriegen. Perfekt. Und jetzt draufhauen. Habe ich sogar gleich wieder einen Spezialangriff. Das ist genau das, was ich meine. Mit Impa. Mit Obosa hätte ich da jetzt, ehrlich gesagt, wenig Chancen gehabt, glaube ich, gegen diese vier Wächter da. Selbst wenn ich auch zwei Spezialangriffe bereit gehabt hätte mit ihr, und beide sind weg, das ist schon mit Impa erheblich einfacher. So. Aber trotzdem, das ist auch wirklich keine so einfache, ist auch wirklich keine so einfache Mission. Weil hier gegen vier Wächter irgendwie auf einmal kämpfen zu müssen, ist dann schon kacke. Ich bleib dabei, gegen einen Wächter zu kämpfen ist sehr, sehr einfach. Aber ich meine, zugegeben, jeder Boss ist einfach, wenn er alleine vorkommt. Außer vielleicht Leunen. Ja, lol. Mit Leunen habe ich immer noch ein paar Probleme. Sonst jeder andere Boss, wenn der alleine vorkommt, ist einfach. Das ist bei wirklich allen so, das stimmt schon. Und deswegen zu sagen, dass ein einzelner Wächter einfach ist, ist vielleicht nicht so repräsentativ, weil ja jeder Boss einfach ist, wenn er alleine vorkommt. So, aber... wenn sie halt doch mit, als mehrere vorkommen, die Wächter, dann ist es nämlich wirklich ein gewisses Problem, teilweise. Vor allem mit ihr blöder Laserangriff ist halt schon echt fies. Ja, jetzt, wenn ich jetzt noch sterbe, Alter, dann raste ich aus. Zack. Der lebt gerade. Jetzt stirb halt. Okay. Der blöde Laserangriff von denen ist halt schon sehr fies, weil jeder Scheißwächter, selbst diese kleinen Nanowächter, können halt den Laserangriff machen. Und auch die Fliegen und auch die Laufenden, jeder kann ihn halt machen einfach. Und wenn sie den halt ständig spammen, dann ist das schon ein gewisses Problem, weil das halt eine ewig hohe Reichweite hat. Und es hat zwar ein gewisses Startup, es dauert ja, die können das ja nicht sofort rausschießen, erst 15 Sekunden später oder sowas. Aber es macht halt auch ultra viel Schaden. Und man kann es zwar ablocken, wenn man aber von zwei gleichzeitig oder kurz hintereinander getroffen wird, dann funktioniert das nicht so einfach. Und wenn auch andere Gegner auch in der Nähe stehen, die halt dann irgendeinen Nahkampfangriff machen, das ist schon wirklich nicht so easy dann. Aber gut, zum Glück habe ich diese Mission hier geschafft. Da bin ich sehr froh drüber. Aber eigentlich alles nur dank Impa, weil Impa auch viel zu krass ist. Eine Kampfmission dürfte trotzdem noch reingehen, denke ich mal. Genau, ich könnte jetzt noch die letzte hier von den 40ern machen. Die rechtmäßige Königin, da haben wir alle von denen. Mit Ritsu eben nochmal. Ich habe zwar noch nicht ihre verstärkte Charakteraktion, aber irgendwann will ich das mal machen. Vielleicht taucht die auch erst auf, wenn ich diese Mission hier spiele. Das kann sogar gut sein. Das war bei Link und Impa genauso. Könnte also auch bei ihr der Fall sein. Deswegen nehme ich sie auf jeden Fall mal. Mit ihrer relativ beschissenen Waffe, ehrlich gesagt. Aber 9 auch noch. Aber trotzdem, das wird sie schaffen. Ich habe da auch wieder von euch vor allem ein paar Tipps bekommen. Sind viele Gegner. Okay, das ist aber perfekt für sie. Patricia! Einfach mal entlang der schon. Hui! Aber ich muss natürlich auch welche besiegen. Weil die halten wahrscheinlich so viel aus, dass ich die nicht einfach so besiegen kann. Wenn ich jetzt nur die mitnehme. So. Oder häufiger vielleicht den Y-Dash machen. Zack. Okay, genau. Auf jeden Fall halt mehr mit ihr zu dashen. Ist wirklich gut, auch die Schwachpunkte abziehen. Ihr X-Dash-Angriff, also der hier. Scheint wirklich ziemlich gut zu sein, ihre beste Option sogar, wenn es um Schwachpunkte abziehen geht. Man kann da vor allem den linken Stick einfach in Ruhe lassen und Ritsu oder Patricia wird dann automatisch den Gegner immer anvisieren, wenn man den selber halt auch anvisiert hat. Und so kannst du dann immer wieder mit ihrem Wirbel da treffen und hat dann so bei Schwachpunkt abziehen auch keine so großen Probleme. Das werde ich dann einfach noch austesten. Es wird hier bestimmt auch ein stärkerer Gegner kommen, nicht nur kleine, denke ich mal. So, zack. So ein bisschen chaotisch halt jetzt. Vielleicht soll ich sogar am besten einfach immer hin und her fahren. Also einmal ganz ans Ende und dann wieder ganz zurück. Und da halt immer wieder neue Gegner mitnehmen, die ich dann hier kille. So. Ja, die halten schon ein bisschen was aus, die Gegner. Und sterben nicht durch einen Dash gleich oder so. Durchaus. Genau, und da hinten ist dann safe noch ein Boss. Hinter der Tür. Patricia!
Aber ich kann dann auch gleich den Boss mit Spezialangriffen direkt begrüßen. So, zack. Also sie kann ja auch nur einmal Y. Das ist sogar fast besser, wenn ich immer nur einmal Y drücke. Weil da kann sie nämlich auch... Das ist ziemlich geil. Da kann sie nämlich auch gleich weiterfahren. Ansonsten bei den meisten Y-Dash-Angriffen hält der Charakter ja an. Aber hier, wenn ich nur einmal Y drücke, dann kann sie direkt weiterfahren. Wenn ich zweimal drücke, dann macht sie ja das hier nach oben, diese Kombo noch. Aber das will ich teilweise gar nicht, weil ich da aus dem Dash rauskomme. Und das hier ist aber gegen kleine Gegner besser. Einfach immer Y zu spammen, habe ich das Gefühl, als das hier. Weil es ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker und da kann ich Gegner besser mitnehmen. Mitschleifen und dann immer wieder treffen. Ja. Okay. Nice. So, jetzt aber natürlich Blitzneue. Hallo? Los, Patricia! So? Aus dem Weg! So? Okay. Genau, und jetzt einfach den. Ich wollte doch Dash canceln. Jetzt habe ich nicht. Ich habe doch gedash canceln. Egal. Jetzt einfach den Control-Stick in Ruhe lassen. Und genau, Patricia oder Riju wird nicht am Leuen vorbeifahren, sondern sie visiert ihn wirklich immer wieder an und trifft ihn die ganze Zeit. Und so kann man dann eben ganz schön den Schwachpunkt abziehen. Aber es trifft leider. Ich glaube, es trifft nicht jeder ihrer Wirbler, weil es kommt auch ein bisschen darauf an, wie nah ich dran bin. Also vielleicht kann man doch noch immer ein bisschen mitkontrollieren. Ah, scheiße. Ein bisschen mitkontrollieren. Aber man sollte eher auch den Control-Stick einfach in Ruhe lassen. Weil sie dann automatisch immer wieder den Gegner treffen wird. Aus dem Weg! So. Stopp. Mit dem Stasis-Modul. Da. Das ist zwar teilweise nicht mehr so viel. Aber funktioniert trotzdem ganz gut. Jetzt ist Schluss. Bam! Stylisches Riju auf jeden Fall. Ich finde es auch voll cool, dass sie Patricia noch dabei hat. Also. Das war knapp. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich könnte sogar hier noch Eisstab auch benutzen. Notfalls. Das sollte ich sogar vielleicht eh machen, weil, wie gesagt, ich sollte viel mehr Stäbe einsetzen. Die sind einfach immer voll. Und immer, wenn ich einen Elementgegner besiege, kriege ich da, glaube ich, oder, ich weiß nicht, ob immer, aber fast immer auf jeden Fall, kriegt man da ja auch immer noch was zum Auffüllen. Ich werde es mal kurz austesten, wenn ich, das ist aber nicht so einfach, wenn ich immer wieder den Y-Angriff mache. Nee, das ist schon schwächer, da ist schon das hier, der Wirbel besser, ja, wenn man den hinbekommt. Okay. Mit der Kraft des Eises, war sogar rechtzeitig, nice. So, jetzt mal doch eine andere Kombo ein bisschen. Aber jetzt mal wieder wirbeln. So, zack. Genau, vor allem, wenn Patricia halt in Rage ist, macht es ja noch mehr Schaden. Und dann ist es wirklich nicht so schlecht. So, stopp. Mit dem Stasis-Modul. Okay, jetzt gleich können wir ihn wieder abziehen. Wunderbar. Ha! So. Aber um das Ganze etwas abzukürzen, werde ich jetzt dann gleich mal... einfach einen Stab benutzen. Zack, wie gesagt, ich sollte viel häufiger benutzen, die Stäbe. Ich weiß auch nicht, warum ich das nie mache. Weil das macht es halt wirklich sehr viel einfacher teilweise. Und vor allem jetzt, wenn ich das schon extra mir geupgradet habe, dass ich mehr Stäbe mitnehmen kann, sogar schon zweifach das Upgrade erhalten habe für mehr Stäbe, sollte ich es auch benutzen. Yay! Weil es gibt halt wirklich viele Stages, wo man irgendwie einen Vorteil daraus ziehen kann, weil halt Pfützen irgendwo sind oder Gras oder irgendwas anderes. Aber es gilt ja nicht auf jeder Stage. Es gibt ja auch manche Kämpfe, wo ich wirklich keine Stäbe sinnvoll benutzen kann. Man kann ja trotzdem einen benutzen, um den Schwachpunkt sofort hervorzulocken, aber der ist halt dann nicht geschwächt, der Schwachpunkt. Wie jetzt hier gerade gesehen. Und da lohnt es sich dann nicht so wirklich, Stäbe zu benutzen. Aber wenn ich halt hier so einen Elementvorteil durch die Stage habe, was eben nicht immer vorkommt, zwar oft, aber nicht immer, dann sollte ich das auch wirklich ausnutzen. Ja. Alles klar. Und kommt jetzt vielleicht das Riju-Upgrade? Ja, tatsächlich. Okay. Ich kann es aber noch nicht machen, leider. Oh, da fehlt mir ja einiges. Aber das kann man alles kaufen. Die Steine natürlich nicht. Aber den Rest, das mir noch fehlt, kann ich alles kaufen. Ja, also könnten wir vielleicht schon beim nächsten Mal machen. Dann werde ich beim nächsten Mal vielleicht nochmal gleich Riju spielen. Weil ich es ganz gerne austesten will, was ihre spezielle Charakteraktion ist. Aber warum gibt es noch im Auslaufhonig eigentlich immer nur 3? Wie viel brauche ich da? Auch 10, oder? Ja, dann dauert es doch noch ein bisschen länger. Naja, aber werde ich bald auf jeden Fall austesten. Ich denke mal, dass einfach Dash-Attacks verstärkt werden oder so, vielleicht. Das wäre halt das Sinnvollste bei ihr. Aber es könnte auch irgendein anderer Käse sein, wie bei Impa oder Miss Kiyoshia, was nichts mit ihrer eigentlichen Spielweise zu tun hat, finde ich. Aber okay.
dann würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Beim nächsten Mal wird es dann mit mehr Missionen weitergehen. Wir haben noch immer einige vor uns, auch wenn wir jetzt alle von 41 bis 50 oder sogar von 1 bis 50 geschafft haben. Hier gibt es auch noch sehr, sehr viele, die wir machen müssen. Hier übrigens sogar auch eine, stärkster Krieger von Hyrule, die will ich auch mal bald machen. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Weil hier Koga, Revali und Link kommen da als Gegner vor und noch ein so Geheimer irgendwie oder so. Keine Ahnung. Würde mich aber schon interessieren. Werde ich vielleicht mal wirklich bald machen. Muss ich mal gucken. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.